Tja, hallo zusammen. Heute ist ein wunderschöner Tag. Es ist Freitag, der letzte Tag vom Wochenende, ganz klar. Und es ist auch sehr, sehr schön sonnig. Und ich habe einen Termin erst um 10 Uhr, das mir auch am Morgen ein bisschen Zeit gibt. Und was ich auch genieße, ist die relativ lange Anfahrt, bei der ich noch ein bisschen reflektieren kann, nochmal in mich gehen kann. Und beim Autofahren habe ich halt auch immer die besten Ideen. Was mich bisher immer ein bisschen beschäftigt hat, war, dass ich die immer nicht gleich festhalten kann beim Autofahren. Denn als passionierte Cabrio-Fahrerin sind die Nebengeräusche immer so laut, dass es mit einem ganz normalen externen Mikrofon gar nicht machbar war. Also ich konnte es nie gebrauchen, meine Aufnahmen. Dann habe ich versucht, es einzusprechen mit Bloxy und Siri. Aber da muss man dann natürlich wieder während des Fahrens irgendwelche Buttons drücken und Knöpfchen tippen und man ist einfach abgelenkt beim Autofahren. Aber jetzt habe ich eine Möglichkeit gefunden, die ist richtig klasse. Das ist diese neue kleine Mini-Canon-Kamera. Die hat ganz, ganz tolle, hochleistungsstarke Mikrofone und die nehmen zwar auch die Nebengeräusche genauso laut auf wie das, was man sagt, aber auf der anderen Seite wie ihr jetzt ja hören könnt, hat sie einen super tollen Sound. Ich kann gut während der Autofahrt auch aufnehmen. Gerade im Moment steht das Auto natürlich, weil ich schon angekommen bin. Meine ersten beiden Versuche, beim ersten Mal hatte ich die Sonnenbrille auf, beim zweiten Mal hat mir dann dauernd der Navi reingequatscht. Also deswegen sind die ersten beiden jetzt nicht zu gebrauchen. Aber mit dieser Geschichte kann ich sehr gut leben. Ich habe schon ein paar Sachen aufgenommen, auch während der Autofahrt und bin da ganz glücklich damit. Tja, das heißt, es ist eine Drohung. In Zukunft werdet ihr mich ab und zu auch mal sehen können müssen. Aber nachdem Video immer wichtiger wird und ich das ja auch so weiter verbreite in meinen Beratungsgesprächen, sollte ich es vielleicht auch selbst nutzen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein recht schönes Wochenende, eine gute neue Woche. Bis demnächst. Tschüss.